So. Na, freust du dich schon? Nun, ich freue mich, dass ich Geschenke für Igor bekommen habe von den lieben deutschen Freunden. Hältst du mal kurz? Von Sandra, Tina, Bettina, Viola Und Karin. und Karin. Danke, liebe Karin. Danke dir. Du bist lieb und liebevoll. Oh, man sieht mit der Kamera, sieht man sich, sieht man Der Stjopka. Pavlo vom Sägewerk hatte mich angerufen gestern. Ja, was Der hat er? war in der großen Stadt im Baumarkt Ja. und hat irgendwas Für sein sich Haus? gebaut, ein Möbelstück oder was, Mhm. und wollte fragen, ob ich eine Empfehlung habe für ein Öl oder sowas. Aha. Und dann habe ich ihm das empfohlen. Ich habe hier so ein Öl-Wachs-Gemisch Ja. mal gekauft im gleichen Baumarkt. Ja. Und das ist super. Auch billiger sogar wie in Deutschland. Aha. Alles Natur. Naturprodukt. Und das habe ich ihm empfohlen. Und dann ist mir eingefallen, oh, da kann ich ja ihn fragen, ob er mir was für das Schwimmbad mitbringt. So ein Flocker, weißt du, damit die Aha. ganzen Dreck nach unten Grün. geht und so. Und da hat er gesagt, ja, hat er mir jetzt mitgebracht. Jetzt holen wir das eben nur mal kurz ab. Aber Schön. ich zeig mal gleich mal das Sägewerk, damit die Leute vielleicht mal sehen, wie das so Ah, aussieht. cool. Zeige ich mal. Gute Sache, Schatz. Ich Gute Sache. genieße diese schöne Kamera, wie die mich zeigt im Spiegel. Im Spiegel? Ja, du kannst ja Die auch umdrehen. zeigt den Wald, zeigt die Straße. Bequem zu halten. Können Sie mir denn ein bisschen Geld zurückgeben für die Werbung? Für die Werbung, Ich bin. wenn jemand das Gerät kauft, müsste man so einen Partnervertrag machen. Kriegst du 5%. 5%. Aber dem, der das kauft, der bezahlt halt nicht mehr. Ja, aber wo gibt's das? Wie kann ich das machen? Muss ich mal anmelden, das habe ich gesehen auf ihrer Seite von DJI. Aha. Also das Ding kann man wirklich empfehlen. Wenn jemand gerne so So Videos macht. leicht, ne, zu Ja, halten. ist leicht zu halten und Einfach so ein Stöckchen. ist leichter wie ein Telefon. Leichter. Und wie ist das mit Laden? Laden geht ganz einfach. Ist das immer geladen, ja? Nee, ich lade das, aber das reicht der Akku. Ich habe ja noch einen Akku zum Wechseln, aber der Akku wird reichen für uns. Wie lange reicht er? Jetzt so für eine Stunde, zwei, Ah. anderthalb, vielleicht anderthalb Stunden Okay. mindestens. Und der andere Akku, der reicht noch für länger. Okay. Und den kannst du einfach nur wechseln, brauchst du nur anklicken. Machst du raus, klickst du rein, Bin ich fertig. gespannt, wie unsere Gegend dann Anders aussieht. Wenn du aussieht. jetzt mal zum Beispiel merke ich, mal ganz kurz. Aha, Ich ja. wollte ja mich zeigen. Ja, ist ja gut, aber zum Beispiel so, ne? Wenn du da ein bisschen tiefer Ah, ich filmen weiß, willst, wie musst du wir. hier mit dem Joystick. Gehst du einfach runter, dann kannst du tiefer filmen. Aha. Siehst du das? Warte mal, ich wollte mal lernen, drehen. Oh. Genau. Ja, genau. Drehen. Ah, du kriegst das schon sehr schnell raus, ne? Gezeigt. Ja. Hast du mir ja. Bequem, Jetzt ne? wieder drehen lernen. Ach so, jetzt bin ich zum Geschäft gefahren. Das war ja falsch. Aber wir Nee, können ich es muss ja erst zum mal. Ja, Geschäft. aber nicht, dass ich das mit dem Pablo vergesse. Ich muss zum Geschäft. Ich muss sehr viel Natron kaufen, weil diese schöne deutsche Natron nehme ich zum Backen. Aber ich kaufe hier ganz viel Natron. Sauber machen oder was? Nein, für Feld sanieren. Meine Ach so. Tomatenstelle sanieren. Ah, du willst das ausstreuen aufs Feld. Ah, kleines Kind hat Kekse gekauft. Diet. На що ти біг за мною? Добрий день. Добрий день, пані Ліда. Я вже вас 100 років не бачила. То де ви нам пропали?
Я так все скучаю за вами. Ви тут раз Марія, раз Ліда, а зараз нема. Як ви, пані? Ну, я вже сама скучаю, аж хочеться її поцьомати, але ще скажеш, о, ти вона так. А як там робота? Та файно виглядаєте, ви як на курорті були. Так як в тюрмі. А де ви файно? А ви гарно виглядаєте. Крісян, сфотографуй мене з тими дівчатами. Тако. Тут хоч нема крісла, я тако. Бо я ще з ними не маю знимки. Привіт. Покажемо німцям, які в нас гарні дівчата тут. Він показує своїм друзям в Німеччині, які в нас гарні дівчата, які в нас краєвиди тут. Цю камеру останнього покоління. Так, в нього вже сама крута. Та. То, щоб ви знали, що я собі нічого не купляю. Все він. О, видиш? Але ви маєте ще один? А то можна брати, пані Марія каже? Молодець. Як ваш син, пані Галя? Як він здоровий, все добре? А приїжджає в відпуск? Не відпускали? А не каже, коли приїде? Коли буде відпуск якийсь, не каже? Боже, бідний. Але пише, дзвонить. Ну, добре, що все маєте зв'язок. Боже. То він має дітей, і то ваші внучатка. Боже. Ой, то є страшне. Але ви, пані Ліда, молодець. Ви як на курорті виглядаєте файно, але я знаю, як тяжко ви працюєте. Я знаю, бо мені Василь, мій сусід, казав, що там є не сол. Бо я кажу, Василь, може би мене взяли, а він каже... Я кажу, пан Василь, а мене би там не взяли на якусь роботу? Він каже, Наталю, ти би там здохла. Та як ти любиш легенько, все помаленько. Там немає такої тяжкої роботи. Бо так фізично тяжко, просто довго. То що довго? А ще часом машина. Ну, але їсти дають. Ну, то що? Машина на час не доїхала, чекаємо, то що. І ви ще будете там? Ну, не буду. Що, ну і дійсно ще далі? Боже, ви герой для мене, то герой України та жінка. Дайте їй медаль. Ні, ну як так і вдома встигати, і все. Чоловік тепер більше старається, так? Я тримаю господарки. А, ну. А пані Ліда, які роботи ви маєте там? Різати щось? Я в курку. А, забивати, так? Саму забивати. І все, ви тільки забиваєте, вже потруха, то все. Там все робимо, все операцію чистої курки, до цілої чистої курки. О, Боже. А розрубок, то вже робить другий цех. То все, що ти в мене робиш. Він нині індика різав, то вже казав, ой, то так тяжко скубати. Я кажу, ну так, хочеш їсти ту скубу? Але вже стоїть 6 роботів. Ми то, що доробляємо, такі нюанси. Ну. А скільки ви за день? Похудала так, пані Ліда? Схудла? Не похудала. Дуже? Скільки ножки худенькі? Та, може, я давно не бачила. Ти, вам щось сталося? Ой, Боже мій. Боже, давайте. Вставайте. Боже. Шаці мус гельфен. Та давайте руку. Бо шаці, ану піднімай. Крістіан, привіт. Та як то ви так, хлопці? Бо так буває. Буває, так? Ну як ви так? І сильно ногу забили. Роман, ти ж тебе ж було поранення, Роман. Де то поранення? Де? Йой, розбив коліно. О, Боже, май гад. От у вас було поранення? Да. Бідний. Ну, але добре, що зажило вже. А ти зараз розбив знов коліно. Не зажив. Там, ну... А скільки ти ще будеш тут відпуску, Ром? Он, шаці гасту, бада шве? Ні, або я б дихай
wehgetan. Mensch, Knie kaputt. Komm, geh mal meine Ebene. So, mein Schatz ist jetzt auf dieser Sägewerk angekommen. Das sind so private Leute, die haben Sägewerk. Stjopuchka rennt mit uns heute mit, aber da wir jetzt durch den Wald rennen, wir sind falsche Seite gekommen. Ah. Nee, nee, Stjopka, du nicht, nein. Deine Chovine Bude Rubete. Aber der hat auch einen Hund. Nur ich schon. Komm, wir gehen mal gucken. Stjopka lieb. Das ist ein schönes Fenster, ja. Okay. Dich. Oh, oh, hier sind aber viele Autos, ne? Das sind reiche Leute. Ja, die haben ja auch ihre Familie aufgenommen aus den Kriegsgebieten. Seine Frau kommt doch daher. Ja, seine Frau kommt aus. Die Familie hat er dann hier aufgenommen. Also. Kriegsgebiet, genau. Ah, der schneidet hier schon wieder. Ja, geworden. Привіт, привіт! Крістіан хотів показати цей, як ріжуть хлопці, як працюють. Як? Аліночка, так? Да? Альвіна, як ти, Альвіночка? Добре. Як ваші курочки? Добре, цих раз побудовуємо курятник. Ти вже то все навчилася, правда? Стьопка, нічого страшного, що він зайшов, але він курей не чіпає. Так. Я його пам'ятаю маленький. Так? Клас! Та? Ага, чекай, хочеш, щоб я показала то все дерево. Він своє. Скільки у вас, Альбіночка, людей працює? Я не знаю, то Павла треба. Павло, ну, але багато, правда? Угу. А то що? То твій тато? Угу. Я пам'ятаю його, він завжди з песиком там гуляв, але ж нема, вже не ходить. Ні, то дядя гуляв з песиком. Та? А він переїхав, поїхав, так? А шкода, що тут вже не живе. Дядя був файний такий. А де він переїхав? Він в Америку виїхав. Так? Клас. А ви теж виїжджаєте чи ні, Альбіночка? Але колись хочете, так? Так, то поки війна, ще поки ні. Ще поки що ні, так? На, показала, як він хотів показати, як... Хотів показати твою всю пелораму. Крістіан так тішиться, що тут у нас є пелорама в селі. А, я німецькі друзі. Показую. Павло змінив зачіску, такий файний, ви такі двоє гарні, які ви двоє класні. Дуже. І молочинка, вже курочки, все вмієш, все вмієш. Крістіан, то ми заважаємо, вони ж працюють. Та, Стьопа. А у вас ще ті песики теж є, так? Сара одна. Хаски така правдива. А в мене тут дворняшечка наш Стьопчик. А ти кажеш, я маленьку, Альбіна тебе пам'ятає, маленьким. Зимою ходила туди, в ту сторону він зі мною біг. Так? Клас. Клас, файно. Хто ще з тобою тут живе, Альбіночка? Тільки ти і Павло, чи ще хтось? Чи ще якісь тут дівчата з вітом? Ні, вже все. Зі сходу? Нема нікого? Так. Павло, скільки... 135, так? Таке дешеве воно було, так? А може я вам замало взяла? Ні, ти дуже добре нам взяла. У нас весь зелений басейн вже. Все, водорослі кинулись, то вже не врятуєш, то прийдеться. Та дякую тобі, дякую, Альбіночка. Я тобі, я зараз відразу... 135, кажеш, так? О, то якраз маю. Дякую. Як тобі тут живеться, Альбіночка, в порівнянні? Ти ж виросла де... Yes. Genau. So. Wir hier sind fahre ich schön langsam, hier ist ein bisschen durch den Wald. Wurzeln viele. Mit dem anderen Auto wären wir hier gar nicht groß gefahren. Der hat nämlich so, der ist noch tiefer wie der hier. Schrappt man überall lang. Aber das ist zum Beispiel für die Leute, die da leben, ne? No. Die Nachbarn vom Igor, ist das die einzige Straße, ja, die sie fahren können, wenn die mal zum Geschäft wollen. Das
ist auch unglaublich, ne? Ja. Dass das überhaupt so möglich ist. So, jetzt hier schon ein bisschen besser. Aber so schön frisch im Wald, ne? So schön im Wald. Deswegen habe ich Stopper gar nicht ins Auto genommen, weil der will ja auch so gerne einmal durch den Wald mitgehen. Ja, wenn das nicht so weit ist. Und wir fahren ja hier sehr langsam. Ja. Wo ist der? Hinter uns. Siehst du den? Ja, genau. Ah, nee, der pinkelt gerade. Ah, okay. Also wenn noch Zeit zum Pinkeln ist, dann, und dann hat er. Bin ich so schnell unterwegs. Der ist schneller wie wir. Ui, ja. Warum nach oben? Weil da unten ist eine ziemliche, siehst du das da? Aha. So eine richtige Lücke da. Aha, ui. War ich lieber hier hoch. Nee, da war auch besser. War besser da. Ja. No. Besser geradeaus. Sagt ihr, als Fahrer macht man auch nicht immer alles richtig. Unser Auto hat schon viel mitgemacht. Ja. Das ist unser kleiner Traktor hier. Ja, man bräuchte tatsächlich mal einen Jeep, ne? Aber irgendwie haben wir immer die Autos so bekommen, wie sie dann so waren, ne? Der Passat ist ja auch schön. Ja. Reicht doch. Blaubeeren ist vorbei. Blaubeeren sind vorbei. Also einzelne findet man bestimmt noch. Jetzt fangen Pilze an. Pilze werden jetzt bald kommen. Und weißt du, welche auch noch? Gibt es, glaube ich, Preiselbeeren jetzt mehr. Aha, genau, hast du recht. Aber hier gibt es nicht sehr viele. Hier gibt's viele. So, ja? Viele Preiselbeeren. Gibt es so Stellen. Aber Leute sammeln nicht. Okay. Doch, sammeln, verkaufen. Echt? Ja, verkaufen. Gar nicht. Ganz aber du isst viel. Die nicht so gerne, oder doch? Ich esse die sehr gerne, aber keiner verkauft mir. Die fahren in die Stadt. Einmal hat mir die Nachbarin viele verkauft, ein Eimerchen. Okay. Der Ihol, der gestern zum Mittagessen war, der hat gesagt, dass der mir heute oder morgen, wenn er mal Zeit hat, Pfifferlinge bringt. Ja, der kennt eine Stelle, wo es diese Pfifferlinge gibt. Die haben wir noch nicht gefunden. Der wird uns die nicht verraten. Der verrät mir nie seine Pilzstellen. Aber letztes Mal war es schon so, da waren wir zusammen im Wald unterwegs, wir beide. Und dann haben wir den Igel getroffen. Ja. Und er hatte keinen einzigen Pilz, hat überall an seinen Stellen geguckt. War nix. Und wir hatten voll die riesige Tasche voll. Mit Steinpilzen. Ja, er war voll eifersüchtig. Meinte, wo habt ihr die denn her? Oh, ich muss heute mal wieder Steinpilzsuppe kochen, aber die werden wir wahrscheinlich erst morgen essen können. Das ist schon, wie viel Uhr? Schon halb zwei. Oh, 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 oh. Weil alles kostet Zeit. Da alles vorbei, kostet Zeit. Im Geschäft vorbei. Aber so groß verletzt sah der jetzt gar nicht aus, ne? Hm? Der Soldat, der da auf dem Boden lag. Ja, das haben wir noch gar nicht erzählt. Das ist ja leider dieser. Der krank war. Der krank war, dem wir alle geholfen haben für sein OP auf seinem Kopf. Ja. Der hat da OP bekommen, der hat alles, ihm ging es gut. Leider, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, leider musste der dann in den Krieg. Ja. Weil die haben den da eingezogen. Die haben den eingezogen. Und dann hatte er Verletzung im Krieg am Bein. Er hat immer noch die Verletzung. Ja, hat er immer noch, aber diese Verletzung ist so klein, hat er mir gerade gezeigt. Ja, was da? Schusswunde oder was? Ja, eine Schusswunde, aber klein, hat es schon verheilt. Naja. Gerade vom Motorradfallen hat er sich mehr wehgetan, wie diese Verletzung. Und wegen dieser Verletzung haben die den geschickt nach Hause zur Rehabilitation. Der war erst im Hospital, dann kam er zur Rehabilitation bei seiner Mutter und trinkt. Und trinkt jetzt. Trinkt jetzt auf einmal so viel. Das haben sie dem da auch beigebracht. Dass die Mutter schon weint. Krieg. Die Mutter ist so traurig, die Wale. Tja. Tja. Und jetzt ist ein Alkoholiker geworden. Macht der Krieg aus den Leuten auch noch sowas. No. Jetzt wer weiß, was die alles da erleben. Jetzt weiß ich gar nicht, wann er da wieder in diesen Krieg muss. Die geben dem 3-4 Wochen Pause. Dann muss er wieder antreten. Ja.
Heimaturlaub oder wie das heißt. Wahnsinn, was mich so wundert, dass sie den nach Hause gelassen haben. Ja, das muss die. Guck mal, das ist so auch Motivation. Stell dir mal vor, die würden niemanden nach Hause lassen wegen sowas. Dann würden die anderen ja auch so, hä? Ja, was mache ich denn dann hier? Dann ist die Motivation auch im Keller. Ja. Also, was man da bei den Russen hört, die machen sowas ja nicht, aber keine Ahnung. Ja. Man weiß ja auch nicht, wem man glauben soll. Das ist ja alles Propaganda. Alles Propaganda. Ich will es aber auch gar nicht wissen, was da alles gemacht wird. Da an seinem Beispiel siehst du, dass da gar nicht so schlimm ist. Das ist eher wie Urlaub. Ja, weiß ich nicht, wie Urlaub. Also. Nur die bezahlen dem Geld. So eine winzige Verletzung lassen den voll lange im Hospital liegen. Ein paar Zentimeter weiter und er wird tot. Dann zu Mama kommen, dann leben hier und noch trinken erlauben. Also Urlaub kann man wirklich nicht sagen. Ja, wenn du so ein Alkoholiker bist, ich weiß auch nicht. Das ist dir, glaube ich, alles egal. Heute bin ich nur noch am Gähnen. Schlafwetter. Ist auch ein bisschen so diese... Heiß, ne? Ja, drückend. Drückend heiß. Ja, wir sind schon da. Sind schon da, bei Pan Ivan und Pani Luba. Hat der Papa sich letzte Mal mit dem einen unterhalten? Ja, genau, genau. Der ist ja hier geblieben. Genau, mit dem Schwiegersohn. Mit dem Schwiegersohn, der macht das immer. Dem habe ich auch noch nicht gequatscht. Hier ist eine Sache, vielleicht mal für die, die Bienen haben. Guck mal, diese weiße Bienenbeute, seht ihr die? Mhm. Die hat so ein langes Format an Rahmen. Die Rahmen sind längst. Das ist so ein altes Format hier. Der hat so Boxen mehr. Ja, ja, der hat alles in Boxen. Aber der hat auch gemischt. Der hat auch die, die ich habe. Mhm. Ui. Ui, irgendwas hast du. Nee, das ist nur an der Bremse. Mit drin. So ein bisschen Sand an der Bremse. Boah, ich hoffe. Nee. Ui. Das hört gleich auf. Ein bisschen Bremse geht das. Schleift immer. Ihr schleift immer alles. Ja, wir sind, vielleicht sollen wir andere Seite mal fahren. Da nicht lang. Durch den Wald, ne? So, jetzt hast du dem Igor alles Mögliche eingepackt, ja? Ja, für Igor haben wir, deswegen kommen wir ja, weil wir haben ja Geschenke von Markus und Violetta und von dem lieben Stralsund. Mhm, danke, okay. Liebe Familie. Wenn man mal hier steht. So. Dann müssen wir Oh, ich habe nur Eierkartons vergessen. Wir haben ja hier einen Karton, können wir ja da rein stapeln. Aha, haben einen Karton. Oder ab, oder... Eimer. Vielleicht hast du Eimer, Schatzi. Einen Eimer habe ich, glaube ich. Auch. Leeren Eimer wäre besser. Ja? Kommen Bremsen. Igor, privit! Kommen die Bremsen. Ihor! Chude! Privit, Igor! Alle, ja, Sportsmenka. Ihor, podarunki! Ого. О, зараз будемо міряти. Привіт, Ігор. Бери Привіт. Той мішок, Ігор, до хати. Бери. Яйця маєш? Є. Є, добре. Тримай за синє, так, за синє тримай. Що нового, Ігор? Що, їздив до Львова на ту комісію? Їздив. І що сказали? Та ні, що сказали. Іди, давай ти на пожитову. А може ще
Вихідне дали, та на все життя, так? А може ще треба ще їздити. А чого? Що ти знаєш? Брат коли був? А? Я вже виключу. Добре. Вже виключив. Це моє. Все тобі. Витягай все тобі на купу. Все складай сюди і давай по одному витягаємо. Будемо дивитися, що підійде. І як то з вам? То піджаки тобі кудись їхати будеш мати. Штани теж є, не переживай. Все тобі є. Добре, що з Німеччини передали нам. Це блюзи. Так, то такі блюзи файні, так. Але штани теж є для тебе. Такі, як ти хотів. Пуша! Ой, дивися, йде до хати. Тіп-тіп-тіпочка. Мудра дит... Комша ці гози. Ой, штани. Так, а ну? Ой, вони широкі. Ну, супер. Я не знаю, чи широкі. А де широкі? Якраз файні. Ігор, зараз поміряєш для нас. Поміряєш, щоб ми подивилися. Штани. Видиш, що вже штанів будеш мати. Тож якраз на тебе будуть, Ігор. То новенькі. Та я кажу, вузькі. Ні, поміряємо зараз. Зараз все поміряємо. Я можу себе анпробіювати. Найн, ти можеш анпробіювати. Ми йдемо kurz raus und ich will sehen. Ага, das passt. А, то білі, біленькі такі, знаєш, на спання можна. Так, коли... Під спід можна, знаєш? Знаю. Під спід, щоб тепло було. Або коли ти малюєш, малюєш щось. То під спід можна вдягати на зиму. Добре. Щоб було das тепло. Zum schlafen, ne? Так. Zum schlafen gehen. Zu Hause drin. Ja. Ще одні. Ну, no, супер. Ігор, та вже будеш мати тих штанів. Sehr gut. На ціле літо. На ціле життя. Ну. На ціле, für das ganze Leben. І що, в телевізор працюєш? Не показує. Чого? То футболочка новенька. А що? Що сталося? Та це що? Є, але звук нема. Зараз будемо дивитися. Перше диви, які файні футболки. Das ist von Markus bestimmt schöne T-Shirts. Ja, sehr schön. А то, Ігор, то теж вже як буде зимніше. Трошки зимніше. Або на спання чистеньке, бачиш? Або так вдіти. Ану, гальт баду. Дякую. Перший, да, є тут? Може, антена зрушилась? То теж дуже файне, знаєш, як буде зимніше діватися. Давай міряємо, Ігор. Я люблю подивитися, що підійде розмір. То все теж тобі, то вже собі потім подивишся. Тут ще є штани. Дивись, Ігор, до тої блюзи гарної є штани. Так. Костюм. Так. О, перебирайся відразу в чисту футболку. Молодець. Чистеньку. І того будеш мати на зимніше, як буде зимно. О, та то модне відразу. Що ти? Замала? Так. Ні, як... А ну ззаді, покажи ззаду.
О, файно, Ігор, то що ти? Та ти став як хлопчик молодий. Тепер давай міряй туво тепленьке. Hatte letzten Mal was funktioniert? Alles hat funktioniert, ne? Ja, alles hat funktioniert, wo wir waren. Сигнал пропав. Туво поміряй. Стьопочка, пити хоче. Там на дворі. Там на дворі є, пий на дворі воду. Draußen gibt's Wasser. Я Ігор хотіла тобі привезти котика ще маленького. Та ще поки є, ну але буде, то буде. У мене малюсенький, дуже гарна. Киця чи хлопчика, чи дівчинку хочеш? Буде кит. О, як файно, тепленько, то зима йде, диви, як файно. Все новеньке, але гарно. Ще штани давай міряй. Поможи. Wenn wir jetzt da rumfummeln, dann geht's noch schlimmer. Nee, muss fummeln. Aber muss wie? Wieder mal. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Da einfach nur ein bisschen. Das Stange tut. Da. Stange, давай, мири. Не білі, там не міряй тіво. Тіво, щоб вже відразу нині бути в файних штанах. Що то в тебе за такі старі штани? Знімай то, викидай. Стьопочка, hast du nicht getrunken? Hast du nicht getrunken? Там же на дворі є вода. О, є. О, показує. А як ти зробив? Ну, просто трошки рухає. Ага, і ще звук. Ja, mein Schatz kann alles machen. Hat schon repariert. Hat ja, schon... Das ist so eine Sache, da muss man irgendwie... Eine Minute, mein Schatz hat schon repariert. Aber der Ton ist nicht da. Ой, ти будеш як... О, бач, а треба було ще шкарпетки йому взяти. З окен, габіш. Шкарпетки не взяла. Боже, Ігор, та ти як нова копійка. Та чекай, мах, gleich wird. Там такі гудзички, та, бо то тепер мода така. Але, Ігор, та ти як нова копійочка. Десь їхати, чи навіть тут ходити. Ану, ззаді покажу. Чекай, що тобі дам до того вдіти. І подивимося, який ти будеш модний, як німець. Не дуже защіпує. Ти не защіпай до кінця. То вистачить. Пасок вдіти. А маєш пасок? Нема. Нема паска. Добре, привезу тобі пасок. Паска взагалі не маєш, так? Добре. Не защіпай останній гудзик. То не треба, то буде тиснути. Тисне? Та поки що ні. Ану, повернись ззаді. То, Ігор, якраз твій розмір. То якраз твій розмір. Але шкарпеток не маєш. Чи маєш якісь шкарпетки? Якісь маєш такі файні, та, десь їхати? А чому ти так робиш? Боже, як файно. Ігор, подивись, в зеркало йде. А що ти? То ти як нова копійочка. То так сильно не стягай. То тако носиться по-модному. Отак, отако, отак. Як по-модному. Боже, Ігор, то ти... Що, ти зовсім інша людина? Ну, ще не маєш якихось мештів нормальних. О, шаці, кукма? Ні, кукма ес, бо він же знімає. Чекай, не знімай, Ігор. Тако худи вже, на що знімати? А, ну давай всі тоді, давай, знімай. А я і так то все тобі лишаю. То все тобі, Ігор. Безкоштовно. Так, так, так. Все твоє. Того маєш костюм. Дивися, das ist Anzug. То маєш костюм. Ті штани йдуть до той, тамтої блюзи сірої. До тамтої першої. Ага, до тієї першої. Здається, так. А може і до тої. А, то нема... а ні, во, чекай, ще одні. Ти маєш двоє штанів. Ті йдуть до першої. А ті йдуть до другої. О, то два костюми. Ану, знімай, міряємо костюм. Міряємо костюм. О, ще одні штани. Йой. Ти просив одні штани, а я тобі 10. Ігор, який ти будеш гарний. Це слів нема. Це слів нема. Та ти прийдеш на зібрання, то ти будеш як людина. Бо ж диви, яка дорога сорочка. Ану, давай міряй сорочку і костюм. Там пару гудзиків розщіпнем. Просто кайн тон.
Geht das denn nicht ein bisschen weiter, so wie 0,5, so ein bisschen weiter von mir, dass man ganze Zimmer sieht? Nee. Das da muss man vorne so eine Linse, gibt es da, die man aussetzen kann. Ігор, можна я вікно відкрию трошки? Щоб було повітря. Там, зверху. Ой, я не відкрию, то тяжке, тяжко відкривається. Ой, дякую. Ой, як то буде файно дихати. Але сьогодні просто не працювали, або ще довго. О, супа, фенстер. То нині стало ще коли, Ігор? Та раніше. Ага, вже скільки днів? О, то якраз на Ігора сорочка. Все, як на нього шити. Ну як так? Так Бог знав, що то йому треба. О, так, тепер штани йдуть до того. Давай міряємо сірий костюм. Ну, пасок треба. Принесу пасок тобі. То як без паска? Гютель und Socken braucht. Гат, лайда, не ж. Гат, не ж. Ну ти подивися, ну то як на нього штани. Ну ти подивися. Ще защіпай ширинку. Але файно. І ще костюм. І тепер блюзу. Боже, Ігор, ну можна йти на весілля. І костюм, і сорочка. Той, світленький. Ігор, та ти як нова людина. Schatz, aber du hast schon ein Bild geschafft. Ja, aber es bewegt sich ja nicht. Siehst du, es ist eine. Nur gleich. Nee. Mein Schatz hat das. He did it. Jo, Schatz, guck mal, Schatz. Guck mal. Ігор, а ну йди стань в коридорі, щоб було видно мені. Боже, як гарно. Аж пес не впізнав. Йой, Ігор. Ще краватку треба. Мус ног кравати. Але навіть не треба краватки, і так гарно. Не треба краватки, Боже, як гарно. Ну, з окен лайда гамльоша. Але Ігор, та ти який гарний. Шаці. Ну, красунчик. Подивись, скільки ти маєш сорочок. Цілий кульок сорочок. Все тобі. Ну, що ще міряємо? Ще якісь штани другі міряємо. Такі находити просто по хаті. Оті широкі поміряй, то вже навіть не скидай. То будуть твої вже штани до роботи. Але гарно. Ігор, та ти як ну, та нова копійка. Маркус, данке, Маркус. Ми тобі дуже дякуємо, Маркус і Віолета. За такі чудові речі. Ігор, скажи, Маркус, дякую. Дякую. Маркус. Маркус, дякую. Та, і зараз ще будемо дякувати другим людям, бо я тут ще щось маю для тебе. Ігор, то ми тебе показали нашим німецьким друзям. А наші німці друзі такі передали тобі чудові подарунки. Та, чекай, перше зніми там то. То вже будеш мати до роботи, вже там ті викинеш. Штани. Dir haben die nicht gepasst, Schatzi? Nee, die waren mir zu eng. Und die passen die. Dem passen die wunderbar. Так, міряєм. Nee. Супер. Мусиш чуть-чуть далі ставати, щоб... О, та то до роботи. А, то супер. В діві пішов, ніде не... Ти казав широкі. Де широкі? Де широкі? Присідай, руби, курам давай. Якраз йде осінь, дивися, Ігор. Я думаю, що широкі. Ну, ану повернися задом. Шикарні, шикарні. І, чекай, і тобі ще дам до роботи сорочка нормальна, ніяку там ту вже не вдівай. Чекай, ту або ліпше того світленька. Або ту, яка тобі більше подобається, та ж? Та во добре. Все, і більше не скидай вже того. А ті штани маєш ще одні гарні, вони теж підійдуть. О, все, маєш до роботи, легенько. Защіпляєш на пару. Верх не защіпай, то ніхто не защіпає верху, бо жара є страшна.
Якщо за вузька, то другу беремо, можна то... Але не є вузька. Ну, як пасту. Чекайте, трошки зад може. Отако. Ну, та, або пасту. Ну, пастим то. А якщо хочеш, то можеш легшу вдіти, можеш ту викинути. Ти можеш все собі, що не хочеш, повикидати. Так. Тобі дали люди. Та добре, що ми його познімали, бо якби ми його не познімали, німцям не показали би мені, ніхто не дав. А так мені Маркус, Сандра, Віола, Бетіна, Онкарін. Чекай, там ще один гудзичок. Зараз, ще один гудзичок. О, то дуже гарно. То така, знаєш, світленька, легенька. Якраз на ту погоду. Можеш собі навіть рукави обрізати. Як я вже обріжу, то в неї ніс не війде. Да чого до роботи, до курей? О, що ти, файно, легеньке. Але спас. Верх не защіпай, бо є жарко. Тільки... Так, так, ой, Ігор, та диви, як тобі пасує. Ти як знаєш, як той Будулай, такий гарний. Остав Будулай. Такий, зовсім цигойна Будулай, гіб зовсім швина фільм. Ja, solche Zigeuner, Baron? Nein, nicht Baron, solche Arbeiter. Alles jetzt wieder geht. Du schon, nicht хочешь, то и зараз вдягати? Та поки я всі переміряю. Ага, ну давай міряй всі. Давай тепер, хочеш ті во штани міряй. Хочеш ту міряй. І ту міряй. Ich dachte, der will... А, та во ще файна на кожен день. То во ще файна на... На кожен день будеш мати. Мені можеш поки що яйця дати, я буду рахувати. Де will alle anprobieren. Ich dachte, dem wird das zu viel, aber der sagt, er will jede Sache will anprobieren. Ich glaube, ich mache Video kurz aus, weil das wird ja ewig lang, bis er jede Sache... Schatzi, kannst du noch vielleicht das aufmachen oder geht das nicht? Vielleicht wird dann Fernsehen gehen. Oh. О, Ігор, прекрасно. Ану заправ штани, щоб було красиво. О, як буде гарно. Ігор, який же ж ти файний. Тако можеш і в місто їхати. О, люфт. Шаці, du hast mir Luft reingelassen. Він schon heiß. Але гарно. Ігор, прекрасно. Ану йди трошки далі в коридор. Вау. Крістіан Шаума, Лібінг. Schön. Schick. Jo, ja, gharno. Ja. Боже, er will jede Sache anprobieren. Stopp, geh mal hier raus. Komm. Ігор, ти такі хотів штани? Та нехай буде. Файні, правда? Ну, о, як. Я їхаю до Львова, щоб мені купити такі штани. Не голий, не в діти. Такі купив, так? Такі тобі дав. А дивися, що тобі вже файно. А тепер дивися, що ще. Дивися. Чорний чай. Чай. Ти любиш чорний чай? Відкрий, понюхай, тако відкривається. Та це шваца тига, біч... Ага. Чекай, бо то трохи тя отко. Ага. Нюхай. Добре. Дорогий чорний чай. Закривай ще раз. Так, тепер дивися. До чаю пачка цукру. О. Ага. Любиш? Та добре. Любиш, так? О, добре. Дивися, що німецьке. Шикарні печенька-крекери. Крекери смачнющі. Дякую. Дивися, німецька рибка. Yeah. Любиш? Люблю. Так, то милу я тобі була винна. Бо я тут... Хай буде мило. Так. Ігор, то німецький кріп. Посіяти, кріпець, посіяти собі на маленькому десь куточечку. Може, навіть в ведрі. Ти не маєш ведро набрати землі? Добре. Ні, колись. І мати собі кропик до салату. Добре. Deutsche Dill, Deutsche. Deutsche, weil ich habe ja Dill, aber das ist nicht so gut wie Deutsche Dill. Deutsche Dill. Ну що, файні подарунки, Ігор? Добре. То все тобі. Можеш мені яйця давати, за той час міряй собі. Guck mal, welche Tüte teure. Guck mal. Ja. Hör mal, das eine doof, ich hab hier probiert, nichts probiert. Ging nicht, ja? Ой, schade. Молодець, дякую. Ти собі міряй помалу все. То все і так тобі. То ти міряв вже. Ецельсі, а я. Так, то ти міряв.
Immer noch anprobiert. Ich habe schon die Eier bezahlt. Wie viel hat er denn? 30. Oho. Ich habe ihm 100 gegeben. Ja, ist doch richtig. Das ist mehr als im Geschäft sogar. Da ist die. Aber weil er mir leid tut. Zweimal drauf. Du kannst filmen lieber. Das ist mir unangenehm, dass sie nicht geht. 0,5. Was 0,5? Nur, dass man das ganze Bild sieht. Ach so. Dass man muss so weit. Oh, du war fein, ich habe Puchati, nein, na Roboto. Oh, просто ти навіть не шкодуй, бо то, ну, такі білі ти в них ніде не поїдеш. То просто по дворі, по хаті ходити на кожен день, знаєш? Угу. Навіть можеш вже не знімати. Супер. Щось є вже. Hat er gefragt nach Hosen, jetzt hat er Hosen. Jetzt hat er Hosen, Filie. Давай ще раз скажем, подивись в камеру, скажи Маркус, дуже дякую. Маркус, дякую. І ще Сандра, каже Сандра. Сандра. Віола. Віола. Карін. Карін. Бетіна. Бетіна. Danke schön. Danke schön, скажи. Danke schön. Sehr gut. Чао, чао, чао. Sehr lieb. Ой, Ігор, ти як якийсь той барон. Так. Супер. Toller. Das sind alle so teure Sachen. So ein ganz anderer Mensch. Da, wie der sich freut. Ich sag genug anprobieren, der meint, nee, ich will jede Sache. Ah, Igor, Podivica na mene. Oh. Der sagt, er will jede Sache anprobieren. Ну, гарно викладає. А ті воти пробував, ті були дуже гарні. Та, дуже гарні. Ну, то всі попробував вже. Ще хіба ті во штани... А, костюм ще не пробував, чекай. Ти його пробував. Тіво пробував? Не знаю, тіво, тих во двоє не пробував ще. Супер. Ну. Давай ще один кус. Але гарно. Ну, Іго, іди до Наталя, там, ага. І стіть разом. І покажіть мені палець така. О, супер. Все шовен. А Стьопка? Стьопка, чекай, ще він стане. Стьопка, на, до знімки, ком, ком. Ком, гер. Ком, не, виліз. Nochmal, Daumen hoch. Hat hier Angst. Чао. Супер. Все. Прекрасно, Ігор, ми їдемо, а ти собі тут. Ой, Ігор, прекрасно. Якраз на тебе. Дуже гарно. А ну, покажи. Zeig mal in die Kamera. Nur Isado. Och, de, Yves Laurent oder was ist das? Das ist Marco Polo. Oder? Marco Polo. Mhm. Schick. Ganz neuer Mensch, ne? Ну, Ігор, ти нова, як нова копійка. Так. Ігор, будь здоровий і живи щасливо. Leider kein Fernseher mehr. Nicht schlimm. Ich kann jetzt einen Monat warten. Ich fahre ja bald nach Deutschland. Nach Deutschland, dann holen wir alles. Einige wollten mir umsonst geben. Aber wer gibt uns? Geben. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber ich muss mal in den E-Mails gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob Thomas war das. Wollte geben, ja? Danke, Thomas, aber bitte. Vielleicht mit kleiner Satellitenschüssel. Das bitte. Da manche Leute haben das im Keller stehen. Bitte gib ein Fernseher für Ihr. Der tut uns so leid, hier so einsam. Da, okay. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Du, Ihr, ще одна. Але то вже собі потім поміриш. То теж дорога сорочка. Папа, Ігорчику. Папа. На здоров'я. Чекай, я тобі поможу. Поможу то зняти. О, все. Noch will eine. Ich finde das so cool. Останнє. Ich hasse das, dieses Anprobieren. Der finde das voll cool. Ich muss Christian bitten, halbe Stunde, um nur eine Hose anzuprobieren. Mag das nicht. Der findet das so toll. Und der sagt, nein, ich will jede. Ja, auch geschafft, alle anzuprobieren. Der freut sich, wenn wir endlich mal neue Klamotten. Ja. Da. Можеш собі навіть пообрізати, можеш закутити, бо в такого всі закочують, то так модно. Ja, das sieht auch gut aus. Da. Das sieht auch gut aus. І все, і ти як людина. Ja, ну, покажи. Super, Igor. Sieht sehr gut aus. Дуже гарно. Ну. Все?
Па-па, Ігор. До наступного разу. Па-па, Ігорчику. Будь здоровий. О, вже тако худе. Будь здоровий. Komm, der kommt mit. Guck mal in seinen schicken Sachen. Oh. Ja. Oh. Super. Худе, ви. Я але він має штани. А, ні, хай не. Па-па. Па-па, Ігор. Па-па. Але гарно. Супер. Kommt mit in den Socken. Та? Але що? Та, Ігор, я не маю просто часу рвати, бо... Ні, у нас вже на землі ось тут. Ага, а, то вже все. Та, хай курочки їдять. Як будуть якісь файні сливки, то нарвеш мені. Та добре, ну. Як будуть файні. Добре? Добре. Такі грубі, знаєш? Купа. Ой, was das? Ist schön heut. То файне. То дуже гарне. Тьопчик. Сідаєш в машину? Тьопчик. То так, то файні, веш, я люблю. То на другий рік, Ігор. На другий рік. Так. Будь здоровий, Ігорко. Хапі многом був. Па-па, Ігорко. Пий чай з цукром. Па-па. Jetzt trinkt er Tee mit Zucker. Hat leckeren Zucker aus Deutschland. Hat Kekse aus Stralsund. Und sieht, guck mal, wie schick aussieht. No. Papa. Sieht richtig schick aus. Viele haben... Ich fahre durch den Wald wieder. Oder fahren wir darum. Sollen wir probieren dann? Ja, fahren wir darum. Es hat ja nicht geregnet. Ist ja gut. Aber ich habe nur Angst, wenn wir stecken bleiben. Hier ist alles gut. Was ich sagen wollte, ist, dass ja viele sich gar nicht mehr über so Sachen freuen können. Ja, das stimmt. Und der auch, freut sich. Auch Leute gehen... Shoppen. Ja. In dem Moment freuen die sich und dann ist das auch wieder vergessen. Ja. Ne? Aber der freut sich so sehr. Ja. Danke, Markus und Violetta. Dankeschön euch. Für diese wunderschönen Geschenke. Und vielen Dank, unsere Freunde aus Stralsund, dass ihr uns allen hier im Dorf solche Freude gemacht habt. Und ich sage wirklich allen im Dorf, weil ich habe mit allen meinen Freundinnen vom Dorf, die ich kenne, mit allen was geteilt. Ja. Da Parfüm, da Seife, da Shampoo, da Backpapier. Backpapier nicht, das habe ich behalten auf jeden Fall. Aber diese Beutel habe ich geteilt. Dann habe ich geteilt. Jedem eine kleine Kakao habe ich geteilt. Tee habe ich zum Beispiel für Igor habe ich Tee in eine Dose umgefüllt. So haben wir beide was von. Ui, genau. Wieder irgendwas mit dem Auto. Nein, da ist ein Zweig irgendwo, das macht nichts. Ja. Ach, guck mal, die Heide. Schon die Heide? Ja, guck mal. So stark die Heide jetzt. Ja, was meinst du, warum meine Bienen die ganze Zeit noch fliegen? Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ja, aber Heide fängt an erst immer in... Da, ganz ja, viel Heide hier. Da hinten. Ja, das fängt jetzt an. Auch wieder Blumen. Wie? Normal in September? Da. Ja, da, guck mal, hier. Ganz viel Erika. Erika, schönste Blume. Ui, auf der falschen Straße. Da, überall. Ja, und überall. Der Wald ist ja voll davon. Ja, ja, das ist überall. Was meinst du, was die Bienen, die haben jetzt, ich werde denen das aber nicht wegnehmen, den Honig. Oh, du Erika, die schönste Blume. Oh, du Erika, die schönste Blume. Leider kenne ich die Melodie. Der Stefan, der Bienenbär, ja. Der hat mir das ja auch gesagt, dass jetzt die Heide, nee, im Video hat er gemacht, dass ja, die ja, Heide ja. Anfängt. Ja, 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 ja. Und. Hallo, lieber Stefan, der Bienenbär. Ja, genau. Und das, wir grüßen dich. Sehr hier so aussieht wie in der Heide. Ja, wir grüßen dich.
Na, Heidi ist bestimmt noch schöner. Ja, das ist einfach ein bisschen ein Unterschied. Aber ach, die ganze Erde ist schön. Aber irgendwas rauscht am Auto und ich mache mir Sorgen. Nein, da brauchst du ja keine Sorgen machen. Da ist irgendwas am Reifen. Und so eine Stunde, liebe Freunde, späte Stunde, 2:30, ich habe immer noch nicht gebraten, meine Pute. Nichts gemacht. Ja, machen wir gleich. Nix hier, guck mal, gemacht. Diese Blumen, da gehen die Bienen auch. Oh, aber die riechen bis ins Auto. Ja? Oh, so nach Wiesenblumen. Ich muss nur ein bisschen gucken, wo ich hier fahre. Stjopka, willst du ins Auto? Komm! Ja, das ist das Schöne, das hier. Ich nehme den mit. Ach, der läuft ganz bequem hier neben dem Auto. Dem ist das, der will gar nicht. Ist dem nicht zu heiß? Nein, der will nicht ins warme Auto. Hier, Stjopka, guck mal, da ist er. Ja? Gib mal. Ist der gut? Ja, guck mal. Hallo. Der läuft bei mir mit. Aber schöne Geschenke für Ihor. Wie schön. Wie der jetzt weiß ich nur noch, der braucht Socken, weil die Socken hatten Löcher. Und Gürtel hat er nicht. Gar kein Gürtel. Ja, kriegen wir schon. Organisieren wir schon. Aber wie der sich gefreut hat mit den Anzügen, hätte ich gar nicht gedacht, weil Anzüge zieht keiner mehr so an, ne, gerne. Nee, aber hier. Wir, also mein Schatz, der zieht nicht mehr gerne Anzüge an, überhaupt nicht. Einfach nur Hemd und Hose. Aber er meint, oh, ich kann damit zu einer Hochzeit. So, als ob hier überhaupt Hochzeit gibt. Ja, ist das nicht schlimm. Aber er freut sich. Oh ja, diese Freude ist das Wichtigste. Das ist wichtiger wie alles. Dass die Leute sich auch noch wegen sowas freuen können. Hör mal, das ist doch hier doch gepflanzt, Soja. Soja. Und wer? Und wer? Vielleicht der gleiche. Vielleicht der auch, ja. Mhm. André heißt der. Mhm, André. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Oder ein anderer. Aber gut war die Straße, war nicht so schlimm. Nee, ne? War nicht so schlimm. War sogar besser. Nur, ich glaube, das ist kürzer, oder? Das gleiche. Das gleiche? Nein. Muss man halt immer langsam fahren, alles. Ganz viel Soja. Viele Blümchen hier, da sieht man immer. Man guckt als Imker immer wie eine Biene guckt. Ja, gut. Wo gibt es was zu essen? Da sind ganz viele Bienen. Blumen, meine ich. Blumen. Alles, die Wiese ist voll. Bin ich gespannt, wie das Video wird mit der neuen Kamera. Jo. Hier wohnt dieser Michailo. Pan Michailo, ja. In Deutschland haben wir die Leute geschrieben, die haben noch Mirabellen. Da ist ja? Ein bisschen verspätet. Ja? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen früher dran. Ja, oder das sind verschiedene Sorten. Oder verschiedene Sorten. Da sind ja auch noch welche dran. Mhm. Da sind noch Sorten dran. Ja, genau. Dran. Die sind noch voll. Boah, guck mal. Mhm. Wenn ich das alles so sehe, wer soll das alles essen? Ja, die Tiere, ne? Fällt alles auf den Boden. Ja. Man muss ja nicht alles aufessen, was auf dieser Erde wächst. Ja, das haben das ist von Oksana Mosch. Leute. Ui, guck mal, welche Mirabellen. Ja, willst du eine essen? Nee, aber die sind einfach voll. Hier sind Walnüsse. Walnüsse. Hier sind Äpfel. Wie viel Äpfel? Schon aha, der Baum runtergeballert. Ja. Die haben Mais gepflanzt. Mais. Auch ein Garten, guck mal, hier ist ein Obstgarten. Oh. Ja, das ist ja der Name. Der ist nett. Ja, der ist auch Imker, ja, auch Imker. Mhm. Bei dem haben wir früher Honig auch gekauft. Der ne? War immer gut, der Honig. War lecker. Der hat hier die ganzen Akazienbäume, Robinien hat er gepflanzt. Mhm.
das ist hier sein Haus. Mhm. So, jetzt geht's schon nach Hause. Ja. Gar nicht fertig. Und? Karotte reiben? Karotte reiben, Stück für dich. Ah, sehr gut. Ah, ja. Und Apfel auch noch. Mhm. Apfel. Ja, das ist immer meine Ängste, dass man sich da die Finger reibt. Du musst sehr aufpassen. Muss man immer aufpassen. Gerade wenn man so im Stress ist, dass ich um diese Uhrzeit immer noch keinen Mittag habe. Ja. Ah, schön. Danke, Schatz. Sehr beeilen. Für den Salat. Gleich kommt Salat. Und alles wird gut. Кисли макароны, бутос с помидорком. Горячий. Kostutsch. Alle probiert schon. Mhm. Marusha auch. Hast Hunger, ne? Hm? Hast Hunger? Ja. Aber guck mal hier, wie leckeren Nudeln wir hier bekommen haben. Hm, Käse, Fleisch. Pflaumen. Pflaumen. Tomaten. Super, Natalia, danke schön. Alles. Jetzt will ich mal das Bierchen probieren, das Lager. Ich habe jetzt genau eine Woche gewartet und guck mal, schöner Schaum. Und mal sehen, wie das schmeckt. Super Schaum. Sieht gut aus, ne? Total. Oh, lecker. Oh. Bitter. Und die Süße ist komplett raus vom Traubenzucker. Super schön. Lecker. Richtiges Lagerbier. Schön, Mensch. Hat sich gelohnt. Freut mich, Arbeit. Mein Süßer. Viel, viel Spaß. Jetzt habe ich sogar noch ein paar leckere Nudeln. Also, bis zum nächsten Video. Ja. Tschüss. Ciao. Viel Spaß. Ui, läuft noch weiter. Das macht doch nichts. Schatzi. Und? Geschenk von Ulana. Melone. Dann bin ich ja mal gespannt. Weil normalerweise hier... Oh, Moment der Wahrheit. Moment der Wahrheit. Normalerweise hier ist es schwierig, Melonen anzubauen. Oh. Super sieht die aus. Not bad. Ne, wirklich gut. What? Not bad. Super. Und? Geschmacklich? Oh, ist das lecker. Süß. Lecker. Die werden hier nicht wow. So riesig, aber die werden lecker. Mhm. Wow. Mhm. Leckerer wie vom Geschäft. Mhm. Geschmack. Melonengeschmack mehr, ne? Und süß. Sehr gut. Dass sie das gemacht hat. Mhm. Toll, ne? Mhm. Die Kerne kannst du mir in die Hand ausspucken. Mhm. Für euch. Ach, egal. Ich sammle die hier. Kannst auch hier auf dem Tisch. Vielleicht werden die unsere auch was. Willst du die trocknen? Die Kerne? Mhm. Ich will auf jeden Fall pflanzen. Aber da hast du die gefragt. Vielleicht ist das diese genetische Sorte, dass man nur einmal pflanzen kann. Ne? Ulana tut immer Samen aufbewahren. Echt? Die ist viel fleißiger wie ich. Das kannst du gar nicht vergleichen. Scheiß mir nicht mehr. Ich habe schon Kuchen gegessen. Okay. Der war übrigens sehr lecker. Mhm. Hätte ich nie gedacht. Sehr, sehr gut. Ich dachte, die wird gleich rosa. Ja, ja. Nee, die ist reif. Wunderbar. Unsere sind die kleinen noch, ne? Tue ich die gerne gleich aufbewahren. Unsere sind klein, ja? Eine ist schon
Fasso. Man muss so aufpassen, nicht dass die nachher überreif wird, ne? Okay, heute gucken. Cool. Ja, schön. Gegangen sind, Rosumi. Die Pute mit Klein, ich hab dir doch gezeigt im Gespräch. Hast du nicht mit... Ach so, nee, die ist vielleicht hier reingegangen. Und du lass ja hier schukaju. Bidniko. Boże, Bidniko. Ich muss vom Kompost so nehmen. Tade, inima. Schon nicht, Dad? Doch, Birnen. Oh, Birnen ist wieder was anderes zum Essen. Da muss man noch einen Eimer holen. Ja, ich tue mal die Marmeladen, die du gekocht hast. Aha. Die tue ich jetzt mal sammeln. Ins Loch, ins Erdloch rein. Dankeschön. Oh, guck mal, Birnen. Oh, schade vom Kompost. Schade, jetzt ein bisschen riecht nach Kompost, weißt du? So, ich habe hier nämlich, Natalia mir gegeben, das, was sie hier produziert hat heute. Guck mal, wie viel Pflaumenmarmelade. Den ganzen Korb voll. Das tun wir jetzt in das Loch. Hier wird das jetzt dunkel, aber wir schauen mal. Ich glaube, das sieht man gar nicht mehr. Mach mal wenig Licht, das gibt es nämlich die Funktion. Das ist ja unglaublich. Ich bin selber, also überrascht ist das falsche Wort. Man kann alles sehen. Wie geht das? Hier ist so dunkel drin. Wahnsinn. So, das kommt jetzt hier hin. Dann haben wir wieder Marmeladen. Tomaten haben wir hier, Gurken. Da oben sind noch Gurken. Hier haben wir schon rote Tomatensoße ohne Ende. Oh, da hat Natalia aber fleißig gemacht. Die hat jetzt hier 11 Gläser. Cool. Da vorne hat sie auch schon mal Marmelade gehabt. Hier. Und hier stehen noch meine Biervorräte, die ich selber mal braut habe, ein bisschen. Ja. Aber Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht, dass man das mit der Kamera ohne Licht filmen kann. Toll. So. Ah ne, das lasse ich auf. Heute lasse ich mal das auf, weil das sollte man machen bei unserem Erdloch. Immer über Nacht offen lassen, dann wird sich das abkühlen. Nicht aufkochen. Du hast doch jetzt nicht die Pflaumen auf dem Erd. Doch. Ach so, du willst, dass ich diese Pflaumen noch einen ganzen Monat koche, oder was? Ja, aber das ist ja dann ein Risiko. Schatz, ich koche dir, das hat kein Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, was der gemacht hat. Ja, das ist hier der Stock. Ich habe das Fell gekocht und der verteilt das hier ganz hoch. Ach, das schaffen wir noch hier, die ganze Soda. Wo, jetzt gehe ich schnell noch dieses Teil sanieren, was ich sauber gemacht habe, die zwei Seiten. Das ist fürs Feuer, das ist Natron. Das ist alles Natron. Das mache ich immer. Ich hatte sogar übrigens, liebe Zuschauer, ich hatte Phytophthora schon im Gewächshaus und habe ich auch schon mit Natron gemacht, wo wir noch Gewächshaus hatten. Auch, da der hilft nicht. Ja, warum machst du das, wenn das nicht hilft? Keine Ahnung. Einfach mache so, weil das so richtig ist. Also ich habe gerade auch noch mal mit der Bettina telefoniert. Oh, schön, danke. Hast du von mir schöne Grüße bestellt? Ja, habe ich bestellt. Ah, oh, okay. Glaube ich zumindest. Ja. No, das mache ich auch nicht mehr. Aber Natalia wollte niemanden helfen und hat so viele Geschenke bekommen. Ja. Und hat dann alle gepflanzt. Ach so,
Ich habe ja das hier schon sauber gemacht, gesäubert. Vielleicht hilft. Ich wollte das mit EM noch einsprühen. Das kannst du auch noch. Zwei, dreimal, weißt du? Ganze Zeit. Die Bakterien richtig gut. No. Ist auch teuer, dieser Natron. Was kostet das so ein Paket? 10 Gremium. 25 Cent. Und du lachst. 10, 25 Cent fällt dir auch nicht vom Himmel. Nee, ich meine aber. Das ist nicht zum Lachen. Ja, wenn das nicht hilft, ist es schon zu teuer. Nur eben. Nur das bisschen schon hilft schon, weil, verstehst du, Phytophthora ist ein Pilz. Ja. Und Natron ist immer gegen Pilz. Damit heile ich schon alle möglichen Krankheiten. Okay. Fußpilz kannst du damit heilen, alles. Ja, möglicherweise hast du recht. Kalk haben wir auch, ne? Ich habe letztes Jahr Kalk gemacht, dieses Jahr mache ich Natron. Aber diese Stelle darf man nicht mehr für Tomaten benutzen. Na, Melonen. Was ist das? Phytophthora, Pomidor. Ja, auf jeden Fall. Will ich das mal probieren mit diesen Kübeln? Ich weiß mal nicht. Ja, und noch ein. Ja. Die hier sind super gut geworden, ne? Die ja, sind die sind super lecker, die ne? Die sind so lecker. Ja. Und stark und lecker. Wirklich. Das sind die zwei. Und hier die eine haben wir noch nicht probiert, ne? Da kommen auch noch welche. Diese grünere. Ist das süßer? Was meinst du? Zwei grüne Tomaten. Die habe ich noch gar nicht probiert. Aha. Weiß ich gar nicht, wie die schmeckt. Ah, jetzt sind die Tomaten alle weg. Okay. Da, hier waren auch. Ah, die ist krank. Morgen muss ich das noch alles aushaken. Stöcke wegnehmen. Okay. Einen Tag muss ich noch einen Aha. Den habe ich letztes Mal nicht getan. Was muss man denn da noch machen? Uiuiui. Ui, eine Tomate noch. Oh, cool. Nur grün, aber nicht schlecht. Zeig mal. Ja, die kann noch reifen. Die kann noch reifen. Ich hole noch schnell Mais, Schatzi, und dann geh lieber rein und mach schon Gas aus. Ja, ich hab, ja, ja, ich habe ein bisschen Angst. Ja, komm, dann verabschieden. Ah, noch gucke ich mir die Melonen. Hier sind auch Melonen. Hier sind auch Melonen, aber Schatz, da guck doch mal in welchen Gräsern. Wie kommt hier irgendwas? Hier sind Melonen. Hier. Da ist eine Melone, ja. Hier eine. Hier eine schöne. Da, ich tue die jetzt so in die Sonne hängen. Ja, aber die haben ja hier keine Chance. Und da, Schatz, ich habe die. Diese Gräser haben mich überwuchert. Ich hatte keine Chance gegen die. Oh, yeah, ich tut hier auch Melone. Oh, so hohe Pohanie, die Kikawunchik. Und da drin. Vielleicht sollen wir hier einmal sensen, ne? Ja, bische Seitschek. Okay. Also. Bis dann. Ich wünsche mir einen schönen Abend auch. Ja, und ich wünsche alles, alles Gute, liebe Zuschauer. Ciao, ciao. Schlaft gut und wartet nicht, bis solche Gurken wachsen. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Hier, nimm mal die, halt mal die Kamera. Und ich gehe dann oben und pflück die da oben weg. Die sind doch reif da oben. Ja, klar, die muss man weg. Ich brauche keine Kamera. Mach ohne Kamera. Ciao.